Hallo meine lieben Damen und Herren und herzlich willkommen zu einem neuen Video hier bei mir auf dem Kanal. Wir werden heute ein Punktesystem für eure Adventure Map einrichten und werden im Hintergrund die Lichter durcheinander gehen, weil sie so aufgeregt auf dieses Video sind. Also wow, es ist, die freuen sich richtig schon. Werde ich euch jetzt einmal zeigen, was genau passiert. Dazu müssen wir erstmal unseren kleinen Aktiviermechanismus aktivieren. Das Ganze wird gleich noch erklärt. Damit seht ihr jetzt auf der Seite, die haben Score, die haben Geronet, die haben Gesamt. Das heißt, das Ganze ist, wenn ihr Gesamt rauslasst, ist es nur für einen Spieler. Wenn ihr Gesamt drin lasst, könnt ihr es bis zu beliebigen Spielern machen. Um zum Beispiel zu tracken, wer der Beste von den Spielern war. Und was man dann machen wird, ist, und ich habe es auch künstlerisch mit einem Sound untermalt. Genau, es macht Bing. Und das Score wird um 1 erhöht. Kommen wir nun zum ersten Punkt, dem Erstellen des Scoreboards. Denn wenn ihr in eure Welt geht oder eure Welt gerade erstellt habt, beziehungsweise eure Map bereits habt, dann ist dieses Scoreboard-System noch nicht drinnen. Die Namen, zum Beispiel meines Scoreboards, können jederzeit von euch geändert werden. Wir haben hier erstmal das Löschen. Das ist nur wichtig, wenn ihr das wieder neu erstellt und irgendwelche Änderungen im Namen habt, damit das alte Scoreboard gelöscht wird. Hierbei wird das Scoreboard mit dem Namen Punkte removed. Gehen wir zum Erstellen. Wir haben hier das Scoreboard, falls euch die Schreibweise nicht bekannt ist. Scoreboards funktionieren mit Objectives, das sind praktisch die einzelnen Sachen, die angezeigt werden können, in unserem Fall Score. Da fügen wir ein neues hinzu, das nennen wir Punkte. Also so ist der interne Name, wenn wir es anschreiben. Und das Ganze ist ein Dummy-Wert, das heißt, wir haben eine beliebige Zahl. Wir wollen jetzt nicht überprüfen, wie oft der Spieler Rechtsklick gemacht hat oder sonst etwas, sondern wir haben jetzt einfach eine Zahl, die wir irgendwo speichern. Und als Anzeigename wählen wir Score. So, kommen wir zum nächsten Schritt, das Anzeigen. Weil normalerweise, wenn ein Scoreboard erstellt würde, seht ihr es erstmal nicht. Das kann jetzt zuerst irritierend sein, macht aber Sinn, wenn man ganz, ganz viele verschiedene hat. Beispielsweise gibt es welche, die wird man nie sehen, weil sie im Hintergrund irgendwelche Daten speichern, die nicht für den Spieler wichtig sind, aber für euch, um irgendwelche Sachen zu tracken. Dazu sagen wir Scoreboard Objectives, diesmal gehen wir wieder auf die Objective zurück und setzen den Display auf die Sidebar. Und zwar welches Objective? Das Objectives Punkte. Statt Sidebar, das kann ich euch hier mal zeigen, mit Tab kann man ja das Ganze nachschauen, haben wir hier Below Name, das heißt unter dem Namen, ist jetzt bei einer Einzelmap nicht klug, aber bei Koop, Leben und sowas könnten damit angezeigt werden. Dann Liste in der Tab-Liste, die im Singleplayer bei mir ja noch nicht zur Verfügung steht. Dann die Sidebar, dann für die verschiedenen Teams und so weiter und so fort. Es ist halt dann wichtig, wenn ihr sagt, okay, der aus meinem Team hat die Punkte und du sollst nicht wissen, was die im anderen haben. Wir wollen jetzt momentan nur das Standard-Sidebar haben und zeigen unsere Punkte an. Als nächstes setzen wir die Spieler auf 0. Es macht Sinn, wenn wir diesen Knopf drücken, möchte ich natürlich resettet werden. Für euch, ihr könnt das jetzt weglassen, aber wenn ihr jetzt testet und euer Score dort in der Seite angezeigt wird und ihr diese Map dann hochladet für andere, dann bleibt euer Name dort stehen. Das ist dann schön, wenn ihr sagt, okay, mein personal Highscore, dann könnt ihr das Ganze machen. Dazu werde ich aber euch gleich einen Trick zeigen. Deswegen sagen wir hier Scoreboard Players. Diesmal greifen wir auf alle Spieler zurück und setzen für alle Spieler das Scoreboard Punkte auf 0. Macht Sinn. Kommen wir nun zum letzten, Gesamt. Wie ihr seht, oder wie ihr nicht seht, weil ich keinen Tab drücken kann, sind wir momentan im Einzelspieler. Das heißt, hier ist nirgendwo ein Spieler namens Gesamt. So, wie zeige ich jetzt aber an, dass hier Gesamt steht? Ich meine, das ist ja nur für Spieler gedacht. Deswegen, solange wir nicht das Pech haben, dass ein Spieler Gesamt erscheint, was sehr unwahrscheinlich ist, sollte das hier jetzt funktionieren. Wir setzen nämlich das Scoreboard oder die Punkte des Spielers Gesamt auf 0. So, der Spieler Gesamt existiert nicht, aber das muss der Spieler nicht wissen. Es nimmt ja nur den Namen in die Seite. Wir sollten jetzt aber am besten nicht probieren, den Spieler Gesamt zu teleportieren. Und wie immer beginnt es hier zu regnen. Ich meine, ich hätte hier auch eine Glock reinsetzen können mit Weather Clear, aber ich meine, braucht man ja nicht. So, wenn ihr jetzt euren Personal Highscore
kriegt ihr bald Anfälle bei dem Licht. Wenn ihr euren Personal Highscore jetzt anzeigen wollt später, dann macht ihr einfach das hier und setzt nicht die Punkte auf 0, sondern auf euren Highscore, auf eure Tode und ersetzt das hier mit der Autor unterstrich und dann euer Name oder sowas. Es sollte am besten keine Lücken haben, weil es sonst als neues Argument gezählt wird. Das heißt, was auch immer ihr da schreibt, es muss zusammenhängend sein. Oder mit halt Unterstrichen und Bindestrichen. So, wir sind jetzt momentan bei dem hier. Wir haben uns den Score angezeigt und Garamede steht dort und Gesamt steht auch dort. So, normalerweise haben wir das Ganze jetzt hier so aufgesetzt. Wir haben jetzt einen Goldblock ausgewählt. Wenn ich mich drauf stelle, passiert, ihr seht es schon, nichts. Ich meine, wow, die Maschine oder die Clock, die das Ganze machen soll, ist ja auch außer Kraft gesetzt. Dieser Turm sieht vielleicht jetzt ein bisschen gemein aus, aber es gibt eigentlich nur zwei wichtige Bestandteile. Einmal geben wir dem Spieler einen Goldblock. Bitte klatscht an dieser Stelle. So, was wir nämlich eigentlich machen ist, wir lassen jeden Spieler den Befehl oder wir lassen jeden Spieler, unter dem wir mit Detect und unter dem wir an seiner normalen Position minus 1 einen Goldblock finden. Den Spieler lassen wir nicht den Score von Garamede, sondern den Score des nächsten Spielers. Den soll der nächste Spieler bitte bekommen. Und zufällig ist der nächste Spieler von einem Spieler immer er selbst. Ich meine, du bist praktisch in Null-Bereichen. Und selbst wenn ich mich in dich reinstelle oder in einen anderen Spieler reinstelle, werde ich nie so nah sein, dass es wirklich funktioniert. Also, dass ich dann statt der Person, die draufsteht, dort hineingesetzt werde oder die Punkte bekomme. So, dann ersetzen wir erstmal den Block. Also den Block, wenn der Spieler jetzt den Tag Scoring hat, also wenn er gerade scored. Yay, er scored. Dann soll er bitte an dieser Stelle hier, also einen Block unter sich, einen Obsidian-Block setzen. So, jetzt wird das Scoreboard des Spielers von, also desjenigen Spielers, dessen Score, oder der gerade diesen Tag hat, also Tag ist praktisch eine Markierung, dieser Spieler scored gerade, dessen Punkte werden um 1 erhöht. So, weil wir aber jetzt noch Gesamt haben, kommt das jetzt hier noch dazu. Wir lassen jeden Spieler, der den Tag Scoring hat, den Befehl ausführen, Scoreboard Players add Gesamt Punkte 1. Das heißt, von Gesamt werden die Punkte um 1 erhöht. So, der Oberste ist jetzt dafür zuständig, dass das Scoreboard oder dass der Tag dem Spieler wieder entzogen wird, wenn er denn den Tag Scoring hat. Gut, jetzt kommen wir zu den mittleren beiden. Ihr habt gesehen, dass nicht nur ein schönes Geräusch, sondern auch diese Blockpartikel rauskommen. Beschäftigen wir uns erstmal mit den Partikeln. Der Befehl Particle verlangt verschiedene Partikelarten. Könnt ihr im Internet nachschauen oder mit Tab euch ergänzen lassen. Wir lassen jeden Spieler, der den Tag Scoring hat, den Befehl Particle Block Crack an seiner momentanen Stelle ausführen. So, diese Partikel sollen um 0,5 in die X-Richtung, also die beide X-Richtungen, positiv und negativ, und 0,5 in die Z-Richtung, heißt die hier Z? Wahrscheinlich heißt sie hier auch Z, in die Z-Richtung verschoben werden. Es soll 0 nach oben gehen, es soll ja so auf der Ebene sein. Das hier ist jetzt die Geschwindigkeit. Die Partikel sollen ja nicht explodieren, wegfliegen oder sonst was. Das heißt, sie sollen an der Stelle bleiben 0. Wir wollen jetzt 100, wir können auch 50 hinschreiben oder sonst was. So, normalerweise könntet ihr jetzt hier einfach enden. Aber, da wir jetzt Goldblöcke Partikel anzeigen wollen, müssen wir bis zu dem letzten Argument vorgehen. Das heißt, wir wählen den Modus normal aus und sagen, es soll allen Spielern gezeigt werden. Und dann wählen wir 41 aus. Wieso 41? Vielleicht wissen das manche von euch, die Zahlen-IDs von den Blöcken. Ihr könnt euch die hier anzeigen lassen, das sind ja, wir können ja mal nachgucken, was der Befehl ist, F3 und Q. Die könnt ihr gleich drücken, dann seht ihr erstmal die Tooltips und dann könnt ihr euch, das ist das, ja, F3 und H ist das, damit könnt ihr die jetzt verstecken, das heißt, es steht nur Block of Gold da, das kennt ihr vielleicht. So, wenn ich jetzt auch die richtigen Knöpfe drücken würde, würden auch die ganzen Sachen wieder angezeigt werden. So, jetzt steht hier diese Nummer 41 da.
Diese 41 trage ich da jetzt ein. Also da am Ende. Und das heißt, wir haben jetzt Goldpartikel. Zu dem Geräusch findet ganz einfach statt, jeder Spieler, der den Tag Scoring hat, führt den Befehl Play Sound Entity, Entity Player, Master. Und wenn ich das rausnehme, was passiert dann? Dann passiert nichts, weil dann hört es niemand. Wir könnten das jetzt einspielen lassen. Ich meine, ja, wir lassen es einfach mal alle hören. Theoretisch könnten wir jetzt noch die Position auswählen, dass sie an dieser Stelle gespielt werden. Das heißt, wenn ich hier stehe, höre ich das in leise. Aber ich meine, nur der Spieler, der jetzt selbst scored, muss das auch wissen. Alles andere könnte ja vielleicht nerven. Ihr könnt das dann aber vielleicht variieren und packt dann hier noch etwas dran. So, das war's jetzt mit diesem mehr oder weniger einfachen Punktesystem. Ich mache mir jetzt noch eine schöne Zeit und fahre mir die 100 Punkte. Das ist auf jeden Fall legit, was ich hier mache. Und ich hoffe, wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Falls ihr irgendwelche Fragen, Verbesserungen oder irgendwelche Videoanfragen habt, schreibt diese doch bitte in die Kommentare.